Hallo Leute und willkommen zu einer nächsten Folge Minecraft. Entschuldigung. Oh Mist, ich bin so dumm. Ich sollte das, was ich aufnehme, sollte ich lieber gleich dann in der Welt starten. Also die Aufnahme sollte ich lieber gleich in der Welt starten, weil sonst muss ich hier das immer ganz lang suchen und ich entschuldige mich auch, dass ich hier immer so lang suchen muss. Aber diesmal hat es ja nicht so lange gedauert und wie ihr seht, habe ich hier schon ein paar Sachen gesammelt. Letzte Folge, da hatten wir noch nicht so viel Sachen. Aber jetzt haben wir schon ein bisschen, ich sag haben wir, weil das klingt einfach netter, damit ihr auch euch angesprochen fühlt. So, dann packen wir da das Holz rein und das rohe Rindfleisch. Ich brauche noch ein bisschen Leder, dann kann ich mir eine Lederrüstung machen. Oder wir werden dann gleich erstmal Eisen finden und dann, das wäre dann am besten, dann könnte man sich gleich eine Eisenrüstung machen. Aber wieso gibt es eigentlich in Minecraft keine Steinrüstung? Das ist ja super nützlich. Da müsste man nicht immer 30 Tage nach Eisen suchen. Naja, obwohl, es geht eigentlich doch gar nicht so lange. Jetzt mit dem Eisen suchen. Aber es ist halt nervig, weil an einer Stelle bekommt man gerade mal so 5 Eisen oder so. Und das ist halt so mühselig, wenn man eine komplette Eisenrüstung und mehr haben will. Also ich habe hier schon ein paar Welten. In denen ich schon komplette Eisenrüstung habe, aber auch Welten, in der ich noch keine komplette Eisenrüstung habe, zum Beispiel wie in der hier. Und deswegen möchte ich so schnell wie möglich jetzt hier erstmal ein bisschen erkunden gehen und dann Eisen besorgen, dann sind wir super ausgerüstet und können uns auf die Jagd nach Diamanten machen. Weil, wenn wir Eisen haben, brauchen wir das andere alles nicht mehr suchen. Deswegen kann man dann gleich Diamanten suchen. Und man kann auch eigentlich nur Diamanten mit einer Eisenspitzhacke abbauen. Deswegen brauchen wir das Eisen so dringend. Okay, jetzt haben wir schon mal eine Steinspitzhacke und können Eisen abbauen. Wenn wir Eisen haben, können wir uns damit etwas bauen. Und damit wiederum können wir aus dem Eisen können wir dann wiederum das Diamant abbauen. Ich war gerade so ganz kurz erstarrt, weil ich hier super viel Kohle gefunden habe. Oh Leute, guckt euch das mal an. Ich glaube, das mit dem Spawn an Kohle und so wurde jetzt erhöht. Also, dass ihr denkt, das mit dem Eisen wurde erhöht. Ja, wurde es natürlich auch, aber halt nicht so hart. Also, ich glaube, dass es erhöht wurde. Ich weiß es ja noch nicht mal eigentlich richtig. Weil das fühlt sich einfach so an, dass es jetzt mehr auf einer Stelle geworden ist. Ja, auf jeden, alles klar. Okay, gut, dann gucken wir hier mal weiter. Warte, den Ofen kann ich hier hinpacken. Und wir haben einen Pfeil von dem Skelett bekommen, das ist gut. Wenn wir einen Bogen haben, haben wir schon direkt einen Pfeil. Und dann müssen wir uns keinen eigenen craften. Dann gucken wir jetzt hier mal einfach mal. So lang. Und das erste Eisen haben wir auch schon. Zack. Seht ihr, was ich meine? Einfach mal super wenig auf einer Stelle. Das war gerade ein Eisenstück. Eins. Ich meine, weniger kann es ja echt nicht mehr werden. Und jetzt muss ich hier auch noch hoch. Ach. Oh, das ist echt mühselig. Bis zum geht nicht mehr. Oh, ich wollte natürlich gucken, ob es hier noch weiteres Eisen gibt. Aber ich habe mich wie immer getäuscht. Oh, warte. Was? Ich habe eben gerade hier so einen Funken gesehen. Ich dachte, dass es so Kies wäre. Und wenn man Kies so abbaut, dann gibt es da drüber manchmal Kies. Weil da kommen nur Funken, wenn über Kies noch Kies ist, das halt so schwebt. Und wenn man das dann abbaut, dann fällt einfach mal alles runter. Das ist so lustig. Gut, dann bauen wir das hier ab, das. Oh, wie viel Kohle haben wir denn bitte schön? Schon 18. Und das ist erstmal gerade mal die zweite Folge. Und wir haben schon jetzt über 18 Kohle. Oh, das ist einfach übernatürlich, wie viel Kohle man hier jetzt findet.
Aber das ist auch so doof, dass man so wenig Eisen findet. Warte, was leuchtet da? Lava? Nee, das sind meine Fackeln. Ich dachte, das wäre Lava. Aber die Gänge sind ja sozusagen zusammengeschmolzen. Okay, dann gucken wir hier weiter. Gut, hier ist Anita. Weg, weg, weg. Echt? Ich dachte... Ah, egal. Okay, also die Folge geht schon etwas lang und ich will mich auch gleich wieder verabschieden von der Folge, wenn wir hier Ende der Höhle gefunden haben. Da ist ein Zombie. Oder wir hauen einfach ab. Oder wir hauen einfach ab. Ja, gut. Weil ich will hier nicht ewig gefangen sein in der Höhle. Und ja, damit will ich mich auch wieder von der Folge verabschieden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Gebt bitte einen Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.